Am 2. und 3. Februar öffnet das Casino-Stadl in Hönigsberg wieder seine Pforten. Ja, das Theater hat mittlerweile Kultstatus erreicht und das liegt mit Sicherheit daran, an den selbstgeschriebenen Geschichten, die pointenreich und mit vielen Anspielungen ja, ein bisschen das Leben in Hönigsberg und jetzt Zuschlag widerspiegeln. Und bei uns ist heute das Mastermind hinter diesen Geschichten, nämlich Alfons Red. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom TV Mürz Studio Talk. Ja, Jahresbeginn in Hönigsberg heißt auch immer ja, eine gehörige Portion für die Lachmuskeln. Und zwar mit dem ja mittlerweile schon ja, legendären Casino-Stadl. Am 2. und 3. Februar ist es wieder soweit. Und ja, bevor es auf die Bühne in Hönigsberg geht, ist auf unserer kleinen bescheidenen Bühne heute ja der Autor und ja das Mastermind, wenn man so will, hinter den Geschichten und dem Theater, Alfons Red. Schön, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einleitung. Ja, lieber Alfons, wir haben vorher schon gesprochen. Gute Nachrichten für euch, schlechte Nachrichten für alle, die kartenmäßig noch nicht versorgt sind. Das Theater ist ja wie schon in den letzten Jahren immer wieder fast ausverkauft, wenn wir gerade vorher gesprochen haben. Vorneweg gleich, Karten gibt es aber noch? Gibt noch Restkarten, die man telefonisch beim Ferdinand Wallner bestellen kann. Das werden wir natürlich auch mit einer Telefonnummer da unten irgendwann einblenden, dass man weiß, wo man noch Karten kriegt. Ja, es ist wieder ausverkauft wie in den letzten Jahren. Erfreut sich irrsinniger Beliebtheit da bei uns in der Region. Bevor wir jetzt ein bisschen über den Inhalt und über das Geschichtenschreiben sprechen, mal vorneweg, wie ist denn eigentlich das Casino-Stadl zustande gekommen? Weil es ist ja eine Laientheatergruppe und es gibt euch ja schon seit 10 Jahren mittlerweile, wissen auch viele nicht. Magst du mal ein Bild erzählen, wie ihr euch eigentlich gefunden habt und wie es eigentlich zu dem gekommen ist? Ja, das ist eigentlich eine ganz eine komische Geschichte gewesen. Bei einem sogenannten Schichtbier. Ich war ja dort schon fast 40 Jahre im Dienst der Stadtgemeinde mit Zuschlag. Habe ich mit einer Kollegin und mit einem Kollegen ein bisschen so trotscht und da ist witzigerweise irgendwann einmal der Name Albin Wamperl gefallen und auf das hinauf haben wir Geschichten aus unserem Berufsleben erzählt und da habe ich mir gedacht, das gehört ja mal niedergeschrieben, habe ich dann niedergeschrieben und irgendwann ist mir dann die Idee gekommen, das könnte man in ein Theaterstückel verwandeln. Albin Wamperl ist ja auch Name des Stücks dann gewesen. Was hat es mit dem Albin Wamperl auf sich? Albin Wamperl, das war eine Geschichte aus der Gemeindestube. Dort muss ganz genau mit den Gemeindezusammenlegungen und da haben wir so ein bisschen ein Stickel drüber geschrieben. Und der Albin Wamperl, den hat sein Bauch, also seine Wampe, wie man bei uns sagt, hat er praktisch da durch den Stickel geführt. Ja, man merkt schon, also das, was ich glaube, das Besondere, glaube ich, an dem Theater, also dem Casino-Stadl, die Theater jetzt ja sind, ist ja ein sehr regionaler Bezug, muss man dazu sagen. Das ist ja nicht so wie in anderen Theater bei uns, Landjugendgruppen spielen auch jetzt ja Theater. Du schreibst die Stücke alle selber. Schreibe ich alle selber, ja. Und da gibt es einen kräftigen Schuss Mürz, Zuschlag und Hönigsberg drinnen immer. Ja, wo nimmst du die Ideen her oder wie darf man sich das vorstellen, wie hat sich das entwickelt? Na, das kann ich so gar nicht generell beantworten. Mir kommt hier und da eine Idee, das ist dann der Aufhänger, das ist praktisch der rote Faden und um den wird dann die Geschichte geschrieben. Und nachdem ja ich die ganzen Darsteller gut kenne, das sind ja Freunde oder Jugendfreunde, und ich weiß, was die in etwa kennen und für die schreibe ich das dann nieder. Also ich habe einen, der spielt gerne einen Pfarrer, der spielt halt einen Pfarrer mit. Einer spielt gerne ein bisschen einen leicht betrunkenen, einfachen Menschen, der jedes Jahr wieder die größten Locher hat. Und da kommt halt das so zustande. Aber der rote Faden, der geht durchs Stickel
und dann kommen eben die Nebenasterl, wie man so schön sagt, vom Baum. Und der eine hat eine kleinere Ruin, der andere eine größere Ruin. Das hat bis jetzt immer bestens funktioniert. Du hast vorher kurz angesprochen, Freunde, die sich schon lange kennen. Vielleicht nochmal, gehen wir nochmal einmal zurück zum Ursprung. Das hat, ihr habt es damals einmal aufgeführt. War damals schon die Idee, dass ihr sagt, das wird sowas wie diese Serie oder mittlerweile hat es ein bisschen Kultstatus und kehrt fix in den Veranstaltungskalender? Oder so, was war die Uridee beim ersten Mal aufführen? Nein, überhaupt nicht. Wir haben überhaupt nicht vorgehabt, dass wir da Theatergruppen oder sonst irgendwas bilden. Ich habe das Stickel geschrieben, dann habe ich mit 2, 3 Leuten geredet, ich habe ein Theaterstickel geschrieben, spielst mit. Die waren gleich begeistert. Da haben wir 10 Leute hätten wir gebraucht, 8 haben wir gehabt. Und die letzten 2 waren einfach nicht zum Auftreiben. Und 4 Wochen, bevor der Stickel Uraufführung gehabt hat, haben uns nicht mehr die 2 Leute gefällt. Eine Dame und ein Herr. Und da ist witzigerweise, oder Gott sei Dank, die Familie Rinnhofer eingesprungen. Die Sabine Rinnhofer hat sich bereit erklärt, die Dame zum Spielen. Wir haben einfach keine Dame gefunden, die da mitspielen wollte. Und der hat dann gleich ihren Mann verhofft, der hat dann die letzte Ruin gekriegt, obwohl der gesagt hat, bitte tut es nicht, in 3,5 Wochen kann man kein Theaterstückel einstudieren. Wir haben es geschafft und das war wirklich so ein großer Erfolg, dass wir 3 Monate später das Stückel noch einmal aufführen haben müssen, weil die halben Leute nicht gewusst haben, dass es das überhaupt gibt und das erste Stückel ausverkauft war und wir haben so gute Kritiken gehabt. Und das war dann quasi auch der Startschuss, dass wir es wieder... Das war der Startschuss. Dann haben wir das hinter uns gebracht gehabt und im Sommer treffen wir uns dann immer auf eine kleine Quälerei und da haben dann die Darsteller schon gesagt, du hast schon was Neues geschrieben. Da habe ich gesagt, nein, war eigentlich nicht unser Vorhaben, dass wir weiter tun. Ich habe gesagt, geh, setz dich hin, schau, dass du mal was zusammenbringst und dann ist das praktisch jetzt schon das 8. Stickel, das wir so aufführen. Ja, wenn man sich die Liste der Darsteller und Darstellerinnen anschaut, ja, also das Kernteam ist ja eigentlich fast unverändert, dort und da gibt es kleine Änderungen. Wie kommst du zu deinen Schauspielern, wenn du mal neue brauchen solltest? Oder wie hast du das dann im Schreibprozess drin, dass du eine Rolle neu überlegst? Oder wie funktioniert da diese Zusammensetzung? Wenn ich schreibe, weiß ich genau, für wen ich was schreibe. Und wenn uns jemand ausholt, das ist leider vor 2 Jahren passiert, dass einer nicht mehr keinen hat, da ist glücklicherweise der Sohn dafür eingesprungen, das ist der Matthias Meierhofer. Voriges Jahr haben wir die Niki Grafinger dazu bekommen als Dame, als Frau, weil die Sabine Rinnhofer ja selber Stickel schreibt und arrangiert. 3 Kinder, Schulpflichtige hat, in Hauflohn, Bayern ist, da ist es nicht so einfach, dass man sich immer zur Probe abstellen kann. Und heuer haben wir, weil wir noch eine Damenrolle dazugekriegt haben, glücklicherweise die Lisi Berger dazugekriegt, die hat auch sofort zugesagt, die hat gesagt, das taugt mir, es hat eine gute Partie und ich mache mit. Ansonsten suchen wir keine Leute. Wenn wir wirklich einen brauchen, sprechen wir denjenigen auch, wo wir glauben, der passt gut zu uns dazu. Also das heißt, du hast Rollen im Kopf, beziehungsweise schreibst so auch nach dem, was du warst, die Eigenschaften von deinen... Genau so ist. Ich habe das Stickel meistens im Kopf und dann setze ich mir mal an einem Wochenende hin, schreibe den ersten Akt und ich habe ja eine goldige Gattin zu Hause, die mir die Freiheiten gibt. Und da schreibe ich oft bis 2, 3 in der Früh durch und dann ist der Stickel einmal roh fertig geschrieben. Und dann lese ich mir es durch und dann mache ich halt die Änderungen, die mir noch dazu einfallen. Wichtig ist, dass er mir im Kopf steht und niedergeschrieben ist in 2, 3 Tagen. Also das heißt, du bleibst dann gleich dran und bringst das fertig oder lässt du das dann einmal liegen und gehst das dann nochmal durch? Das kommt drauf an. Aber das letzte Stickel, da habe ich den ersten Akt geschrieben, hat mir gut gefallen und dann habe ich einmal, glaube ich, einen Monat überhaupt nichts gemacht. Dann habe ich mich wieder dazugesetzt und dann ist das fließend weitergegangen. Ich habe zwar gewusst, um was es geht und wie es Ende sein soll, in Anfang habe ich gewusst, aber nur mittendrin für alle Ruhen das Richtige zu finden, das dauert dann ein bisschen. Und dann hätte ich gesagt, machen wir eine kurze Pause und schauen mal rein, wie das dann fertig ausschaut. Und zwar voriges Jahr habt ihr aufgeführt das Superhirn
Ja, und für Sie, ja, liebe Damen und Herren zu Hause, damit Sie jetzt ein bisschen Vorstellung haben, schauen wir genau in dieses Superhirn jetzt nochmal zurück ins Folgejahr. Viel Spaß und Vergnügen. Bis gleich. Am ersten Tag haben wir 300 Karten verkauft. Ein Massenandrang in der, vor der Trafik, so was gibt es in Hönigsberg normal nur, wenn es irgendwo gratis Würstel gibt. Einige unserer Herrschaften sind schon adipös. Muss ich, wenn man nicht weiß, was das ist, einfach einen Spiegel nehmen und einfach ehrlich sein. Endlich wieder Casino-Stadel. Nach dreijähriger Corona-Pause gab es in Hönigsberg mit dem Stück das Superhirn wieder ordentlich etwas auf die Lachmuskeln. Jetzt ist mir meine Nudel runtergefallen. Und wie es sich für das Kulttheater gehört, mit viel einheimischem Bezug. Ja, 100%. 100% Hönigsberg mit Umgebung, sagen wir so. Heuer geht es um eine Auseinandersetzung von der menschliche Intelligenz gegen die künstliche Intelligenz. Und da haben wir ein bisschen so eine Kriminalsache draus gemacht. Und so plant der findige Professor Zweistein gemeinsam mit seinem tollpatschigen Gehilfen Karl Einfalt das perfekte Verbrechen. Die zwei ergießen sich in Vollendung zur galaktischen Kathete. Mit Eintreffen von Oberkommissar Scherlocke und Inspektor Glasson nimmt das Stück dann richtig Fahrt auf. Das Ding da ist so konzipiert und programmiert, dass es sämtliche kriminelle Energie erkennt und anzeigt. Da in deinem Dorf da herrscht eine unheimliche hohe Intensität an krimineller Energie. Pointenreich und mit jeder Menge regionalen Anspielungen wurde das Publikum bestens unterhalten. Wie mir das Ding da mitgeteilt hat, ist für heute 14 Uhr erhöhte kriminelle Aktivität angesagt. Und zwar im Bereich des Hauptbahnhofes in Hönigsberg. Ha, das ist von Hönigsberg für Hönigsberg und das gefällt den Leuten. Und es ist einfach lustig, wenn man mit so einer Partie auf der Bühne stehen kann und ein Stickel zum Besten geben kann. Und dann noch dazu die Leute freuen, die was ja manchmal oft ein schweres Leben haben. Und trotzdem können sie dort die Stunde oder zwei Stunden anschalten und sich also einfach unterhalten lassen. Und das gefällt mir persönlich sehr. Ich hab den Wein schon degradiert. Ja, ist jetzt unter die Bordwein-Experten gegangen, ja, der Karl. Ja, dann wird er sicher wissen, dass man zwei Arten von Bordwein unterscheidet. Ja, sicher, Import und Export. Na bitte. Das Stück stammte wieder aus der Feder von Alfons Red und wurde von Manfred Rienhofer inszeniert. Und der durfte neben dem altbewährten Theaterensemble auch neue Gesichter in Szene setzen. Halt! Wie das hat zwar überhaupt keine Bewegung. Bin ich mit Vordername Vradicek und hinten mit Haklitsch. Immer arbeite und fleißig für das tolle Gemeinde auf die Bauhof. Bis die Flasche leer. Ich kenne alle schon von früher, lustige Truppen. Wie gesagt, der Herr liebe Cousin Manfred ist ein strenger Regisseur, aber das passt schon so. Nein, haut hin und alt und jung, wenn das zusammenkommt, das passt schon. Ja, mit Zuckerbrot und Peitsche geht alles immer ein bisschen leichter. Aber grundsätzlich sind sie ja motiviert, das ist das Wichtigste. Mein Name ist Mösenlechner. Zenzi. Und mit motivierten Leuten kannst du immer gute Leistung bringen. Und die Leistung wurde auch dementsprechend honoriert. Unser Postenkommandant sagte immer, nur keine scharfen Waffen. Genau, wie er sagt, ja, keine scharfen Waffen. Drei Wälder darf von Schwarzkopf. Und auch die Stadtgemeinde war sichtlich begeistert und weiß das Engagement der Künstler sehr zu schätzen. Ja, es ist großartig. Es haben wirklich schon alle darauf gewartet. Und es ist eben tatsächlich ganz, ganz wichtig. Kultur ist im Zuschlag sowieso ein wesentlicher Punkt. Und das ist eine ganz besondere Form, wo eben SchauspielerInnen, die da leben und einfach sich das zum Hobby gemacht haben, immer wieder Stücke auf die Bühne zaubern, mit Bezug auf Menschen, die man kennt. Es ist eine Mutzer-Gaude ganz einfach. Es ist eine ganz super Veranstaltung für Hönigsberg. Die Hönigsberger sehen wirklich, wie es in Hönigsberg passiert, was passiert rund um uns herum, was geschieht. Geht auch ganz auf aktuelle Themen ein, zum Beispiel der Bahnhof. Es ist einfach ganz was Supers für Hönigsberg. Auf alle Fälle hat er einen gewaltigen Schock. Dann hat er auch noch eine kläffende Wunde am Kopf. Entschuldigung. Eine klaffende Wunde am Kopf, ja. Ganz eine tolle Geschichte und wir hoffen und wünschen uns jetzt schon, dass es dann doch noch einmal eine Aufführung geben wird im nächsten Jahr. Zweimal volles Haus und tosender Applaus. Schauspielherz, was willst du mehr?
E-Bock, das E-Bike-Center in der Max-Kleinoschek-Gasse direkt am Stadtplatz. Du kannst die neuesten Modelle genauer unter die Lupe nehmen und testen. Wir sind stolze Partner für Bike-Leasing und Firmenräder. Bereite dein Fahrrad auf die nächste Saison vor. Unser Winterservice steht für alle Fahrräder zur Verfügung, egal ob mit oder ohne Motor. Das neue Jahr ist da und damit auch wieder zahlreiche neue Jahresvorsätze. Und wie das bei den Mützzuschlagerinnen und Mützzuschlager ausschaut, da haben wir heute mal nachgefragt. Neujahrsvorsätze, ja, dass man es ein bisschen gemütlich angeht, weil das letzte Jahr war ziemlich stressig. Arbeitsbedingt auch. Mal schauen, was es ergibt. Ja, mit den Neujahrsvorsätzen schaut es nicht so gut aus, weil man es ja im Großen und Ganzen sowieso nicht einhält. Man nimmt es halt eine Kleinigkeit vor, aber im Endeffekt kommt nicht viel raus. Ja, also ganz genau, wie wir jetzt keine vorgenommen. Also erster Stelle steht einmal die Matura bestehen. Ja, genau. Das ist ja schon ein großer Vorsatz. Wie realistisch ist, dass du es schaffst? Ja, ich würde schon sagen, Chancen steigen gut, gelernt haben wir viel. Also, ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Wie schaut es bei Ihnen aus? Oh, das ist eine strenge Frage. Wie schaut es bei mir, dass wir gesund bleiben und dass wir immer jeden Tag ein bisschen in die Au spazieren können mit unserem Hund. Der braucht uns. Das ist, so sind wir zufrieden. Neues Jahr, neue Vorsätze. Wie schaut es da bei Ihnen aus? Ja, mehr Bewegung, mehr Sport. Wie realistisch ist es, dass das auch erfüllt wird? Naja, man hat alle Vorsätze. Man bemüht sich halt einfach. Aber es wird auch ein bisschen schwierig sein, weil der Körper, die Knochen tun halt alle nicht mehr so gern mit. Jetzt muss man halt probieren, einfach mehr Bewegung machen. Aber das wird uns gelingen. Bei mir schaut es aus mit viel mehr Sport, wieder Ski zu fahren beginnen. Ja, die Gesundheit ist ja das Hauptthema, nicht? Und da nimmt man sich das meiste vor. Da wird man schauen, was ist machbar. Nicht? Das ist die große Frage. Aber Vorsätze gibt's, so wie bei jedem, glaube ich. Nicht? Ja, mehr Sport machen. Wie realistisch ist das? Ja, realistisch. Wie schaut es von Kollegen aus? Ja, lernen für Führerschein. Wann ist die Prüfung? Habe ich noch nicht ausgemacht, aber ich tue lernen einfach. Dann alles Gute. Danke. Immer kann man was besser machen im neuen Jahr. Was konkret? Versuchen weniger Stress im Alltag, sozusagen, dass man das besser koordiniert und ja, viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja, das sind so meine Vorsätze. Ja, also ich wünsche mir für 2024 viel Glück, Gesundheit und immer mit der Familie zusammen zu bleiben. Kann bestimmten eigentlich Schuhe schaffen. Vielleicht jetzt ein bisschen eigenes Auto kriegen, sonst nichts Besonderes. Ja, neue Vorsätze, ob man es einhalten kann, ist immer so eine Geschichte. Aber man nimmt sich halt natürlich vor, ein bisschen mehr Sport vielleicht oder gesünder Leben. Und ja, auch froh durchs Leben gehen, sage ich mal. Wie realistisch auf einer Skala von 1 bis 10 findest du, dass du das einhalten wirst, deine Vorsätze? 7. Das klingt schon mal gut. Alles Gute fürs Jahr. Danke, euch auch. Ja, wir sind wieder zurück beim TV Mürz Studiotag für diese Woche und nach wie vor, Gott sei Dank, ist er da, Alfons Reh, der Autor und auch Schauspieler beim Casino-Stadl. Alfons, servus, schön, dass du noch da bist. Wir haben im ersten Teil jetzt ein bisschen gesprochen so über diese Entstehungsgeschichte. Es ist Laientheater, was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen. Du schreibst ja nicht nur das Stückel, sondern du bist ja auch selber Teil dieser Schauspielgruppe, spielst da immer eine große und tragende Rolle. Kurze Frage, jetzt 2. 3. Februar geht's los. Ja. Wie weit seid ihr jetzt schon in den Proben und wie zufrieden bist du bis jetzt? Also die Proben, die laufen jetzt circa seit einem Monat. Die ersten Proben sind nur Leseproben. Da treffen wir uns im kleinen Kreis und lesen einmal das Stickel durch. Und wenn wir das erste Mal in Hönigsberg im Casino auf die Bühne dürfen, dann, wenn das Casino frei ist für uns, dann wird richtig zum Proben angefangen. Nur wir haben wirklich viele, die arbeiten. Wir waren bis jetzt, also gestern haben wir die letzte Probe gehabt, noch nie alle auf einmal da.
das ist immer, da muss dann immer ein anderer die Ruhen vom anderen einspringen, damit das ein bisschen weitergeht. Aber wir haben das die letzten 8 Jahre auch so gemacht und das hat zum Schluss dann immer funktioniert. Wo probt sie da? Wenn sie wir proben teilweise bei uns. Ich bin ein Opener vom Eisschützenverein Sonnseiten im Eisschützenlokal und dann zum Finish hin im Casino in Hönigsberg, direkt auf der Bühne. Auf wie viele Proben kommt sie? Dass man ein bisschen Vorstellung hat, wie viele. Auf wie viele Proben wir kommen? Jetzt haben wir, bis jetzt haben wir gehabt vielleicht 6 und jetzt kommen einmal 6 dazu. 12 bis 13 Proben werden wir schon haben. Und erste Zwischenbilanz, wie läuft's? Es läuft wie immer gut. Ich muss sagen, schade, dass das Publikum nicht sieht, wie die Proben ablaufen, weil wir haben oft bei den Proben mehr Spaß als bei der Aufführung selber. Weil da wirklich der Schmäh gut rennt und wir adaptieren das Stickel dann auch, wenn da ein guter Schmäh ist, bauen wir den ein. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, was ich geschrieben habe. Nochmal kurz zum Schreiben, du hast eh schon ein bisschen erwähnt, Geschichten, die da ja also ein bisschen im Alltag unterkommen. Wie gehst du das an? Darf ich mir das vorstellen, dass du das ganze Jahr über mitschreibst, wenn du wo siehst? Oder sind es so Gedanken, die da irgendwann kommen? Oder wie nochmal ergibt genau, sich dieses... Genau, also ich schreibe mir nichts mit. Es sind oft witzige Situationen. Ich bin viel unterwegs, ich bin viel unter Leuten und das bleibt dann hängen. Und so wie am Anfang des Alpins Wunderwamperl das Stichwort war, haben wir einmal irgendwo blödelt und da ist der Name Hans Wurst gefallen. Und er hat gesagt, ich bin nicht daheim, eh nur der Hans Wurst, weil ich das und das machen muss. Um den Begriff haben wir dann ein Stickel geschrieben. Und das mit dem Superhirn war das Gleiche, weil einer gesagt hat, naja, jetzt die künstliche Intelligenz, die wird das alles aufarbeiten und nein, bei anderen hat mehr Chance. Und man hat gesagt, nein, jetzt sagen wir, dass auch ein Mathematiker, ein Professor mit der künstlichen Intelligenz mithalten kann. Und um solche Sachen schreiben wir das dann. Jetzt muss man sagen, dass eben dieses Theater ja auch mit davon lebt, dass sehr viele Anspielungen ja auf das Leben rund um Mürzzuschlag, vor allem Hönigsberg, geht. Wo nimmst, sind das Alltagsbeobachtungen oder wie gehst du heran an diese Pointe, die halt wirklich dezidiert auf uns da eigentlich zu treffen? Ja, das ist so, wenn man viel unterwegs ist, trifft man viel Leute, man weiß viel Eigenheiten von Leuten, von Menschen. Und die schreiben wir dann nicht direkt auf die Person bezogen, sondern allgemein gültig für Hönigsberg oder mit Zuschlag oder für die Umgebung. Ob das jetzt ganz langer Wagen ist, das kommt auch immer wieder mal irgendwas vor. Das münzen wir dann so um, damit das für die Leute, die da sind, auch verständlich ist. Hat sich schon mal jemand auf den Schlips getreten gefühlt? Ist er schon mal gekommen und gesagt, du Alfons, Baba, mit erhobenen Zeigen, da warst du nicht zu frech? Eigentlich nicht. Also mir persönlich nicht. Und wenn es so wäre, dann könnte ich es einem erklären, wie das Ganze zustande kommt. Jetzt ist das heurige Stück, wie wir gerade haben, ja, es hat schon mitten in den Proben, ausverkauft ist es auch schon. Was wir noch nicht verraten haben, ist der Name des heurigen Stücks und der ja, ist die Anna oder Diana. Das Stück heißt Drama um Diana. Das kann man jetzt Drama um Diana nennen oder Drama um Diana. Das soll sich dann jeder beim Stickel selber herausfinden, worum es da geht. Es geht auf alle Fälle erstmalig um eine Familie im landwirtschaftlichen Bereich, also ein kleiner Bauernschwank. So viel kann ich verraten, dass ein strenger Vater die Tradition hochhalten will auf seinen Hof und die Kinder ein bisschen revoltieren. Dann sage ich da, freuen wir uns. Und vor allem alle, die schon Karten haben, freuen sich noch umso mehr. Alfons, danke, dass du heute da warst und mal kurz ein bisschen einen Einblick gegeben hast ja, über die Arbeit und die Entstehungsgeschichte vom Casino Stadel, ja, dem Kulttheater in Hönigsberg. Ja, am 2. 3. Februar ist es soweit. Es gibt noch Restkarten telefonisch erhältlich. Ich sage danke fürs Zuschauen, für alle, die Karten haben und hingehen können. Viel Vergnügen, es wird sicher wieder lustig. Bei allen anderen wünsche ich trotzdem auch eine schöne Woche. Machen Sie es gut, bis bald. Und wenn Sie keine Folgen oder Studiotalks von TV Mürz versäumen wollen, dann folgen Sie uns auf Facebook und auf Instagram sowie auf YouTube. Machen Sie es gut, schöne Woche. Ciao, auf Wiedersehen.